Das waren Dunmeer, Leute. Ach, Mist. Okay, der ist auch weg. Jetzt haben wir Quaras auch. Aber wir sind überlastet. Ich würde nicht ungern jetzt nochmal irgendwie hier den Rest zu Fuß gehen wollen. Jetzt waren hier so viele Gegner und auch so viele Priester, Leute, dass ich hier gar nicht weitergekommen bin. Reisen wir nach Tigel. Da wird dann erstmal gespeichert. Ich glaube, ich habe erst einen Spielstand gespeichert heute, oder? Ja, genau. Super. So, es ist Nacht. Was? Achso, die da oben kämpfen. So, wo hat der denn eigentlich sein... Ach, da unten. Wow, cool. Okay, er ist nicht da. Dann machen wir Folgendes. Wir stellen uns genau hier hin, Leute. Und warten jetzt, haben wir es 21 Uhr, 11 Stunden. Dann können wir da reingehen und sofort verkaufen. Sie bemerkt uns leider nicht. Aber egal, wir reparieren kurz. Und dann nochmal Quaras Aura. Ja, und nochmal Last Leichtern. Dann können wir trotzdem verkaufen. Ich schaffe köstliche Dinge aus Wahnsinnserz. Es prickelt auf dem Fleisch, wenn es schneidet. Okay, Gerüchte. Ich habe gehört, dass Knorze durch einige Zauber stärker werden, wenn sie davon getroffen werden. Hast du richtig gehört? Sicherlich. Braucht ihr etwas Scharfes? Zum Hauen und Stechen oder so? Damit kann ich dienen, das versichere ich euch. Och, erstmal feilschen. So. Ein Dietrich. Das ist ein faires Angebot. Hat sie genommen, Leute? Wir sind jetzt bei 83%. Geil. Für Verkaufen. Fast ganz rechts. Makelloser Rubin kann weg. Das erscheint mir fair. Halt. Hier, Krankheit heilen brauchen wir nicht. Das finde ich annehmbar. Ich habe vorhin einen Federtrank gesehen, das finde ich gut. Wie viele Herzen in Ordnung haben wir jetzt? 55 tragen wir mit uns herum. So, dreckige Schuhe haben wir schon. Flickenhemd, Flickenhose. Da habt ihr ein Grummet-Schild. Das finde ich annehmbar. Ordnungspriestergewand haben wir mittlerweile auch. Ordnungspriesterkappe auch. Das. Pelzrüstung haben wir. Das ist ein faires Angebot. Wir haben schon 1.600.000, Leute. Geil. So, dädrischer Bogen. Haben schon. Dunkler Streitkolben. Da bin ich mir nicht sicher, den würde ich gerne mitnehmen, Leute. Grummet Spike, Grummet Dolch. Das finde ich annehmbar. Ganzen Knochenpfeile. Kristallstab haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Aber die ganzen Ordnungsschwerter haben wir, die unglaublich schwer sind. Und wir konnten so viele tragen.
Hier, pures Ordnungsschwert, Leute. Statt dass man reines sagt oder sowas. Naja. Das erscheint mir fair. Okay. Ich glaube, das war's. Falls ihr wieder etwas braucht, wisst ihr ja, wo ich zu finden bin. Ich bin fast immer bei der Arbeit. So, wir wiegen jetzt immer noch 558 Kilo, Leute. Denkt an mich. Ja. Hey. So, bevor wir jetzt versuchen, nach Bliss zu gehen, würde ich gerne speichern. Das heißt, wir gehen nochmal schnell zu der Kränkelklara und warten dort einfach. Wir werden nicht rasten, sondern wir werden warten. Und zwar bis 8 Uhr abends. Das wären, ja, 11 Uhr, die 3 Minuten, also 11 Stunden. Die 3 Minuten, die sind mir jetzt egal. Vampirismus hat sich verbessert. Speichern. Wunderbar. Okay, Leute. Ein weiterer Versuch, ob wir bei Bliss reinkommen. Vielleicht funktioniert es ja heute, dass wir beim letzten Mal einfach nur Pech hatten. Der Ladebalken hat sich jetzt ein bisschen bewegt, allerdings stoppt er gerade. Und es scheint nicht mehr weiterzugehen. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Ich sehe mal nach. Ja, es hat sich aufgehängt. Bliss scheint wirklich kaputt zu sein, Leute. Das ist echt blöd. Es tut mir auch irgendwie fast schon leid, dass ich Bliss nicht zeigen kann. Obwohl das ja die farbenfrohere... der farbenfrohere und muntere Stadtteil gewesen wäre. Aber es hilft nichts, Leute. Okay, dann... Plan, Leute, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt den Nebenquest. Soweit bis auf das Kuriositätenmuseum. Das würde ich gerne... Und bis auf die Dedra-Quest. Die versuche ich nebenbei zu machen, Leute. Die Dedra-Quest hatten wir vielleicht sogar schon fertig. Ich habe sie zwischendrin immer wieder mal vergessen. Aber ich würde jetzt eigentlich gerne das hier machen. Das Blöde ist, ich glaube, dass dieser Pike, dass der im Bliss wohnt. Und da, deswegen warte ich jetzt erstmal. Das geht noch nicht, das ist die Hauptquest. Da brauchen wir 5 makellose Perlen. Das mache ich. Wir könnten das jetzt machen, Leute. Nein, wir werden erstmal das hier machen. Okay. Ach, die beiden Sachen sind im Bliss. Okay. Das heißt, wir können die Quest nicht machen. Okay, dann machen wir jetzt den Antipodenhammer, Leute. Wir lassen uns jetzt Rüstungen schmieden. Wie kann ich zu Diensten? Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Holen uns unser ganzes Wahnsinnserz und dann schmieden wir drauf los. Muss ja auch irgendwann mal gemacht werden. Und die zweite Quest... Mit dem Bernstein, die können wir nicht mal anfangen, Leute, leider. Das ist echt schade. Ach, und die ganzen Matrizen müssen wir auch mitnehmen. Ich hoffe, wir haben alle.
Wir haben ja sehr, sehr viele gefunden. Wenn wir schon mal da sind, könnten wir auch die andere Quest machen. Mirilis Liste. Ich weiß nicht mehr, was wir ihr da schon gegeben haben. Ist das in der Quest ersichtlich? Nein, dann nehmen wir einfach alles mit. Okay, das erste ist... Oder ich merke mir mal immer drei. Alokasia-Frucht, Asterblütenkern und schwarzer Teer. Alokasia-Frucht, Asterblütenkern und schwarzer Teer. Haben wir genügend von allem. Dann Blasenschote, Schotenkappe, geronnene Fäulnis und Verdauungsschleim. Blasenschotenkappe. Geronnene Fäulnis, glaube ich, war das. Irgendwie sowas. Ein deformiertes Sumpftentakel. Das gehört hier nicht rein. Das gehört zu den Questgegenständen. Geronnene Fäulnis müsste hier sein. Naja. Verdauungsschleim. Wir haben keinen Verdauungsschleim. Okay. Kriegen wir den noch? Das andere war geronnene Fäulnis. Habe ich jetzt auch nicht gesehen, Leute. Verdauungsschleim haben wir leider nicht. Elytra-Sekret, Flammenstängel und Pilzstängel. Elytra-Sekret, Flammenstängel. So, und geronnene Fäulnis sehe ich hier nicht. Haben wir nicht. Und Pilzstängel. Gasblase, Gnalrinde und Grummet-Eier. Gasblase. Haben wir auch nicht. Grummet-Eier. Und Gnalrinde haben wir aber auch nicht. Allerdings glaube ich, dass das die Knorzrinde ist. Ist die Knorzrinde hier separat? Nein, ich glaube, es ist die Knorzrinde, Leute. Vielleicht sind die Namen anders. Okay. Also Hundszahn, Hungerzunge und blaue Stoppelpilz-Riesenspore. Hier Hundszahn und Hungerzunge. Da ist der Hundszahn und hier die Hungerzunge. Und ich glaube, es ist die Knorzrinde, Leute, deswegen nehme ich die auch noch mit. So. Gasblase. Hm. Schotenkern, Gammelschuppe und Skalonenflosse. Gammelschuppe.
Ich habe die anderen beiden vergessen, Leute. Aber vielleicht fällt es mir wieder ein, wenn ich die Namen sehe. Skalonenflosse? Okay. Ich weiß nicht mehr, was das andere war. Schotenkerne. Schotenkerne, schreiendes Maul und Klapperknäuchenmark. Schotenkerne. Habe ich hier nicht. Nein. Okay, jetzt habe ich die anderen beiden schon wieder vergessen, Leute. Es war irgendwas mit Knochenmark und noch irgendwas. Ach, wie hießen die nochmal? Schreiendes Maul und Klapperscheuchenmark. Schreiendes Maul müssten wir hier unten haben. Da. Und Klapperknochen. Klapperscheuchenknochenmark müssten wir auch irgendwo hier haben. Es heißt nur Knochenmark. Also die Namen sind nicht immer gleich. Sumpftentakel, Dornenhaken und Essenz der Leere. Dornenhaken. Essenz der Leere. Und Sumpftentakel. Dann Auge des Wächters, Welkenmond und Wurmkopfkappe. Auge des Wächters. Und die anderen beiden waren mit W. Wurmkopfkappe und Welkenmond, glaube ich. Genau. So. Welche haben wir jetzt nicht? Also die haben wir alle. Gnadenrinne ist, glaube ich, die Knorzrinne. Deswegen sage ich, die haben wir auch. Okay, das heißt, wir haben die Gasblase nicht, den Verdauungsschleim nicht und die geronnene Fäulnis. Das sind genau diese drei. Geronnene Fäulnis, Verdauungsschleim und Gasblase. Ich sehe jetzt einfach mal nach, ob wir da irgendwas haben, was da reinpassen könnte in diese Beschreibungen. Oder irgendwas, was es halt nur hier gibt. Was es nur auf den Shivering Isles gibt. Was wir noch nicht haben. Haben wir die Blasenschotenkappe? Ja. Büschelkern. Verdauungsschleim. Geronnene Fäulnis. Und Gasblase. Ich glaube, da passt gar nichts rein. Erstarrte Fäulnis. Nicht geronnen, sondern erstarrt ist es. Damit haben wir jetzt nur noch den Verdauungsschleim und die Gasblase, Leute. Ich glaube nicht, dass es das geräucherte Balivok-Bein ist, Leute. Warum wird das, ist das hier anders? Schaden, Ausdauer, Feuer, wie die stehen, festigen, Glück. Die sind doch gleich. Warum sind die anders? Egal. Knochensplitter. Wir haben Verdauungsschleim und Gasblase. Ich weiß nicht. Ich nehme einfach mal auch einen Knochensplitter mit.
Den kriegt man auch nur dort. Wir haben nur 2 Lichor, Leute. Rote Setan-Gasblase, da haben wir sie. Rotwurzblume. Ich glaube, das ist nicht, die ist nicht den Ding auf den zitternden Inseln. Eigentlich haben wir nur noch die Verdauungssekrete. Der vergiftete Apfel gehört eigentlich auch nach Hause. Okay, vielleicht sind die Verdauungssekrete einfach falsch, Leute. Und stattdessen hätten diese Knochensplitter. Ich glaube, vielleicht haben wir jetzt dann alles.